Schönen guten Abend, Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ein entscheidender Unterschied zwischen der privaten und der gesetzlichen Krankenversicherung ist ja, dass die Beiträge der gesetzlichen Kassen sich nach dem Einkommen richten, jedenfalls im Prinzip. Es gibt aber zwei Ausnahmen. Wer besonders gut verdient, zahlt nur für Einkommen bis zu 5.550 Euro Beiträge zur gesetzlichen Kranken- und Pflegeversicherung. Alles darüber hinaus ist beitragsfrei. Freiwillig gesetzlich Versicherte, die wenig verdienen, zahlen aber immer für mindestens 1.131,67 Euro Beiträge, auch wenn das Einkommen tatsächlich viel niedriger ist. Das nennt sich Mindestbemessung. Zusammen führt das dazu, dass ich als Abgeordnete einen viel geringeren Teil meiner Diäten an meine gesetzliche Krankenkasse überweisen muss, als Menschen, die ganz wenig Einkommen haben. Und das findet DIE LINKE einfach ungerecht. Betroffen sind ziemlich viele Menschen, zum Beispiel kleine Selbstständige, Studierende über 30 Jahren oder Menschen in Minijobs. Und diese Regelung soll verhindern, dass die gesetzliche Krankenversicherung gegenüber der privaten benachteiligt wird. Aber in Wirklichkeit, was ist hier eigentlich heute los? In Wirklichkeit benachteiligt sie Menschen, die sowieso jeden Cent dreimal umdrehen müssen, gegenüber denen, die gut oder sehr gut verdienen. Und Geringverdienende, die können doch nichts dafür, dass es private Krankenversicherungen gibt. Wer nur einen Minijob für 520 Euro hat und davon über 220 Euro für seine Kranken- und Pflegeversicherung zahlen muss, dem bleibt vom verdienten Geld nicht viel übrig. Die Ampel hat sich im Koalitionsvertrag vorgenommen, hier zu helfen, aber passiert, liebe Kolleginnen und Kollegen, passiert ist bisher noch gar nichts. DIE LINKE schlägt jetzt vor, den Mindestbetrag an die Minijobgrenze anzupassen und ihn damit de facto zu halbieren. Das ist einfach, logisch und es entlastet viele Menschen, die das gerade jetzt angesichts der steigenden Preise sehr gut gebrauchen könnten. Und bei all den Gesetzen, kommen Sie bitte zum Schluss, Frau Vogler. Könnte er diesen Vorschlag einfach übernehmen? Wir würden das unterstützen. Es wäre schön, wenn wir den Geräuschpegel im Plenarsaal etwas nach unten fahren können, vor allen Dingen, dass wir die Gespräche in den hinteren Reihen vielleicht außerhalb des Plenarsaals fortführen, weil es stört ein bisschen während der Redner. Und wir wollen schon bei dem letzten Tagesordnungspunkt heute noch die entsprechende Aufmerksamkeit auch dem Redner geben. Also ich bitte, dass wir da jetzt den Geräuschpegel beim nächsten Redner etwas runterfahren. Vielen Dank, lieber Erich Elsdorfer. Du bist jetzt, Sie sind jetzt sozusagen hier ganz formal der nächste Redner für die Unionsfraktion.